Die 32. Hanse-Sail ist eröffnet. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde der Startschuss von zwei Frauen gegeben, am 10. August im Kurhausgarten in Warnemünde. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger haben die Sail mit dem traditionellen Schlag der Schiffsglocke und dem Fassbieranstich eingeläutet. Die Hanse-Sail ist unser größtes maritimes Volksfest und natürlich gehört das Meer, die maritime Schifffahrt, die gehört zu unserem Land und deshalb ist es toll, dass wir das auch so pflegen, gerade mit den Traditionsschiffen. Da stehen viele ehrenamtliche Vereine dahinter und hier gerade im Kurgarten die tolle Stimmung zu erleben, dieses Volksfest, das ist ein ganz toller Höhepunkt im Jahr und gleichzeitig ist es auch ein Wirtschaftstreffen. Wir haben hier schon viele Wirtschaftsthemen angesprochen mit den Unternehmen und das ist ja auch wichtig, dass die Wirtschaft weiter gut läuft, dass wir gute Arbeitsplätze haben und hier, ich sag mal, diesen Festcharakter mit diesen Wirtschaftsthemen zu verbinden, das ist das Besondere. 150 Schiffe aus insgesamt 7 Nationen sind beim maritimen Großevent dabei. Die Hanse-Sail gilt weltweit als eines der größten Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen. Da kommt Rostock wieder so richtig zur Geltung. Ich bin immer ganz stolz, die Sail schält sich immer raus, da blüht Rostock richtig auf in ein paar Tagen. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn es immer so wäre. Und diese Sail, die 32. ist auch wieder was Besonderes. Wir haben tolle internationale Gäste, die mit ihren Traditionsseglern hier sind, die das ganze Fest noch mal vielfältiger machen. Und jetzt freue ich mich auf gutes Wetter und ganz, ganz viele fröhliche Besucherinnen und Besucher. Bis zum 13. August. 4 Tage mit viel Action auf dem Wasser und an Land. Segelschiffe, Musik, Filme und Sportveranstaltungen. In 7 Erlebnisbereichen, am Stadthafen, im Fischereihafen und in Warnemünde, laden die Organisatoren zum Gucken und natürlich zum Mitmachen ein. Wir haben natürlich viel Traditionelles, was die Leute von der Hanse-Sail erwarten, aber auch viel Neues. Wir sind dabei, dass wir immer mehr die Rostocker mit einbeziehen wollen, dass sie sich selbst auch als Gastgeber fühlen und haben viele Institutionen mit eingebunden. Dabei ist die Universität, die sich im Stadthafen präsentiert. Wir haben Rostock singt, also dass wirklich alle auch eingeladen sind, zusammen zu feiern. Und das wollen wir eigentlich immer mehr herausstellen. Die Hanse-Sail ist international. Partnerland sind in diesem Jahr die Niederlande. Ein weiteres Highlight am Passagierkai in Warnemünde hat die Bima Suci festgemacht, ein indonesisches Segelschulschiff, 111 Meter lang. Am Wochenende ist es am Marinestützpunkt zu bestaunen. Auf der Hanse-Sail-Eröffnungsveranstaltung im Kurhausgarten zeigten die indonesischen Crewmitglieder traditionelle Stammestänze. Im vergangenen Jahr lockte die Sail rund 400.000 Menschen nach Rostock. In diesem Jahr werden rund 1 Million Gäste an der Ostsee erwartet. Jede Hanse-Sail ist eine besondere, aber natürlich ist in diesem Jahr alles etwas größer, etwas abwechslungsreicher als noch in den vergangenen Jahren. Als die Hanse-Sail doch unter dem Einfluss der Pandemie stand, haben wir uns gefreut, in diesem Jahr endlich mal wieder durchzustarten. Und die Hanse-Sail erwächst zu alter Stärke. Das merkt man nicht nur auf dem Wasser mit 150 gemeldeten Traditionsseglern, sondern auch hier an Land mit 7 Veranstaltungsbereichen, die von Warnemünde bis über den Stadthafen in die Innenstadt eine ganze Menge Programm bieten und, glaube ich, für jeden etwas im Köcher hat. Einige Besucher sind aus ganz Deutschland angereist, um das Spektakel mitzuerleben. Sie möchten sich das traditionelle Großevent nicht entgehen lassen. Ich bin, sag mal, Rostocker. Ich bin jedes Jahr auf der Hanse-Sail. Alles toll, wenn die Schiffe will gucken und was weiß ich und die Programme, die laufen. Ja, das finde ich immer ganz toll. Ich fotografiere da immer und das mache ich jedes Jahr wieder. Und heute Morgen war ich auch schon auf dem Schiff, auf dem indonesischen. Das war mein schönstes Erlebnis bis jetzt auf der Hanse-Sail. Ja, ich freue mich jedes Jahr auf die Hanse-Sail. Bloß dieses Jahr hat man nicht so lange Quartier bekommen. Ein weiterer Hingucker am Passagierkai in Warnemünde, das Segelschulschiff der deutschen Marine, die Gorch Fock.
Der Dreimaster lädt am Sonntag zur Begehung beim Open Ship ein. Etwas ist allerdings bei der Hanse Sail mangelbare, und zwar jedes Jahr, nämlich Parkplätze. Am besten sollten die Besucher gleich bei der Anreise auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.